I don't want a lot for Christmas. That's just what she really wants. Und damit wünsche ich euch erstmal einen frohen dritten Advent zu Beginn und dann jetzt viel Spaß mit den Top 10 aus der vergangenen Bounce House Woche, präsentiert von der Allianz. Man sagt ja immer, das perfekte Volleyballspiel gibt's nicht, aber David Salbering war am Sonntag wirklich nah dran. Geht 7 aus 7, 2 Asse, 2 Blocks und noch ein Top 10 Clip obendrauf. Läuft. Kleiner Tipp für alle diejenigen, die auf die WM in Katar dieses Jahr nicht so viel Bock haben, aber trotzdem Fußball schauen wollen, einfach auch mal der Volleyball-Bundesliga eine Chance geben. Beim nächsten Ballwechsel werden sich jetzt einige von euch denken, was, der ist nur auf der 8, eigentlich hätte ich den höher erwartet und gehe ich auch mit, weil die Abwehr von Gage ist richtig gut und auch sonst ein, zwei Top-Kontakte dabei. Ich gucke halt so ein bisschen zum Zuspiel von Alexander Nedeljkovic, der sich einmal wie Dejan Vincic fühlen wollte und den Ball dann über Kopf raus in Richtung Antenne schickt. Aber gut, solange der Schiedsrichter nicht pfeift. Sprung nach München in den Gaudi Dome mit dem Privatduell Schottula gegen Hurt und dem besseren Ende für den Esten. Es ist bis dato ja noch nicht die Bilderbuchsaison für die Powervolleys aus Düren, aber am Sonntag merkte man dann doch schon relativ schnell, dass sie es heute ernst meinten. Seba Givert entdeckt die Abwehrkatze in sich und dann ist es Tobi, der den durchbringt. Ein Hauch von Krankin bei den Brüss, Tille One-Handed für Toni Brehme. Der VfB und Lüneburg haben sich am Donnerstag eine wirkliche Schlacht geliefert. Viele, viele lange Ballwechsel und irgendwie wollten an diesem Wochenende auch alle Fußball spielen. Ey, der Pass hat gar nicht gestimmt. Da hat er wahrscheinlich ins Licht reingeschaut oder sowas. Der Pass auch nicht. Ah. Und da kommt die Fußballer. Oh. Jawohl. So, jetzt belohnt sich Maase. Highlight-Ballwechsel. Also, das ist schön. Viele geile Ballwechsel heute. Es macht Spaß, die zu gucken. Sprung aufs Treppchen mit der Crunchtime in Hildesheim, die Grizzlies zaubern und Maxi Wilke schreibt mal wieder rum. Aber Chance für die Grizzlies. Und Hauke Wagner löst das riesig, schöner Winkel. Ich glaube, da muss sich Fedor über noch ganz schön weit strecken. Macht er gut an One-Handed. Der Winkel ist ganz schön. Einer der ersten Hits in dieser Woche ist dann gleichzeitig auch der spektakulärste. Toni Brehme einmal über die Schulter auf 3 Meter gezogen. Bloß sein Ballwechsel vom Bodensee war vielleicht noch ein bisschen spektakulärer, da kann man sich sicherlich drüber streiten, aber erst ist es eine überragende Sicherungsaktion von Nikola Pekovic, der mal wieder waagrecht in der Luft liegt. Und dann ist es erst die Defense von Giga Stern und dann nur so ein halber Pipe über außen zum 3:4 aus VfB-Sicht. Das war's also wieder mit den Top 10, zumindest mal fürs Bounce House. Wer noch nicht genug hat und ein, zwei Minuten über, der kann sich jetzt auch noch gerne die Highlights der Eintracht auf Spontan angucken. Qualitativ vielleicht ein bisschen schlechter, aber vom Unterhaltungswert vielleicht sogar noch ein bisschen lustiger. Deswegen einmal über die Endcard rüber zu unserem Zweitkanal Spontan LOL.